Hi, ich bin Alexandra Thomas und auf meinem Kanal erzähle ich heute über klassische Musik, speziell heute über Igor Strawinsky. Igor Strawinsky gehört zu den wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und ist der Erschaffer der sogenannten Neuen Musik. Ich habe schon mal ein Video dazu gesagt über seine berühmtesten Werke und seinen Werdegang. Das verlinke ich dir mit. Viel Spaß beim Anschauen. Aber erstmal geht es heute um dieses Video. Und in dem Video werde ich dir erzählen über Igor Strawinskys Leben. Über seine Frauen, über seine Kinder, über seine Begegnungen im Leben und über seine verschiedenen Exile und an den Orten, die er gelebt hatte. Aber jetzt erstmal. Danke, danke. Mit deinem Support kann ich auf YouTube Content machen und dir ganz spannende Geschichten wie die heute erzählen. Igor Strawinsky. Igor Strawinsky, wie wir wissen, ist im heutigen sogenannten St. Petersburg geboren. Wir wissen schon mal, wo das war und gucken es nochmal jetzt an. Wir machen eine kleine Reise in das frühere Oranienbaum, was seit dem 1948 zu St. Petersburg zählt, und die Reise geht ab Basel los. Als Igor 10 war, hat er seine Cousine Ekaterina kennengelernt. Seine Frau Ekaterina Nasenko heiraten die erstmal, als sie 18 waren. Und was man nicht hier vergessen sollte, Ekaterina war seine Cousine. Natürlich ist es heute auch nicht erlaubt, seinen nächsten Verwandtschaftsgrad zu heiraten, und damals auch nicht. Igor hat einfach Ekaterina im benachbarten Dorf weit aus vom St. Petersburg hinaus geheiratet, wo der Pfarrer keine Papiere verlangte. Und somit hatte Igor seine erste Liebe, die er schon mit 10 Jahren kennengelernt hat, geheiratet. Ekaterina, seine Frau, litt an einer Erkrankung der Atemwege, und aus diesem Grund verbrachten die öfters die kalten, feuchten Wintermonate von St. Petersburg im warmen Ausland, zum Beispiel auch am Genfersee in der Schweiz. Igor und Ekaterina hatten 4 Kinder, 2 Mädchen und 2 Jungs. Einige der Zeit verbrachte Igor und Ekaterina mit seiner Familie und seiner Mutter. Sie begleitete jeweils den Auslandsaufenthalten im Exil auch in Paris. Und 1913 lernte er Coco Chanel kennen. Coco Chanel war ein Fan der Russe de Ballet und wurde durch Diaghilev Strawinsky mit vorgestellt. Coco Chanel war es auch, die vorgeschlagen hat, Igor Strawinsky sich in ihrem Auslandshaus außerhalb Paris einzusiedeln, einzuhausen, damit er sich auf seine Arbeit auch konzentrieren kann. Denn zu diesem Zeitpunkt lebte er mit seiner größeren Familie, mit 3 Erwachsenen und 4 Kindern, in einem recht kleinen Hotel Zimmern, weil sein ganzes Gut und sein ganzer Besitz in Russland geblieben, St. Petersburg, weil er sich ja im Exil aufhielt in der Zeit von der Revolution. Denn Igor Strawinskys Musik war zu dem Zeitpunkt verboten in dem damaligen russischen Reich. In dieser Zeit sagte man Igor Strawinsky und Coco Chanel eine Affäre nach. Coco Chanel war zu dem Zeitpunkt einer der wichtigsten Modeschöpferinnen auf dieser Welt, beziehungsweise, wenn wir genau von Paris reden, in Paris. Und ihre damalige sehr starke Konkurrentin war Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli kennt wahrscheinlich jetzt keine mehr, aber zu diesen Zeitpunkten, das waren wirklich diese 2 Modehäuser, von denen man sprach. Schiaparelli kam aus einem wohlbehüteten und sehr vermögenden Haus. Unter ihren Freunden war auch Dali und Picasso und natürlich ganz andere viele Künstler dieser Zeit und der Avantgarde. Chanel war auch sehr stark befreundet mit
vielen Künstlern und auch direkt auch mit dem vielen musikalischen Künstler und Rüder Ballet erzählt er dazu. Man sage auch nach, dass Chanel sehr stark finanziell Rüder Ballet finanziert hatte, weil die meisten ihr Kapital halt in dem Russischen Reich gelassen haben und kein Vermögen mit sich brachten. Was man aus der Affäre ziehen kann, ist nicht ganz bekannt. Es gibt ein berühmtes Buch mit dazu, ich verlinke es dir. Viel Spaß beim Lesen. 1921, ein Jahr nachdem Stravinsky sich in Paris im Exil aufhielt, hatte Diaghilev Stravinsky Vera Sudeikina vorgestellt. Vera Sudeikina war eine Schauspielerin und verheiratet zu diesem Zeitpunkt schon ihrer dritten Ehe mit dem Maler Sudeikin. Vera hatte nicht ihren Beruf als Schauspielerin nachgegangen. Sie gab es in dem Sinne auf und war nur für ihren Mann, den Maler, da als Muse und als eine treue Frau, die ihren Mann bei der Arbeit unterstützte. Vera lebte nach dem Prinzip, ich lebe nicht für etwas, sondern ich lebe für jemanden. Als Vera Stravinsky kennenlernte, war es ganz, ganz was anderes. Nach ihren Briefen und Geschichten, die man von ihnen erzählt, waren sie sehr stark verliebt ineinander. Stravinsky, wie bekannt, war mit Katharina verheiratet und haben 4 Kinder gehabt. In den nachlässigen schriftlichen Briefen zwischen Vera und Stravinsky verbarg sich eine sehr große tiefe Liebe, die Stravinsky und Vera bis zum Tod mit verbinden wird. Ekaterina erfuhr von der Affäre und den Liebschaften. Sie versuchten auch, es zu beenden, aber wie man es aus den Briefen zwischen Stravinsky und Vera Sudeikina herauslesen kann, war das ein Hin und Her der Gefühle und sie konnten doch nicht voneinander lassen, obwohl auch Vera in einigen Briefen mit betonte, dass es keinen Sinn und keine Zukunft gäbe. Und am Ende waren sie doch zusammen. Auch Ekaterina, seine Frau und die Kinder wussten von der Liebe zwischen Stravinsky, ihrem Vater und Mann, und Vera Sudeikina. Auf einen bestimmten Anlass in Nizza lud man Stravinsky ein. Stravinsky hat seine Frau Ekaterina und Vera beide an diesem Ereignis teilzunehmen und dass beide Frauen ihn begleiten sollen. Wie man sich vorstellen kann, war das wahrscheinlich eine sehr, sehr bittere Pille für die Ekaterina-Frau. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie sich das angefühlt haben muss. Den Punkt kann man auch vielleicht auch ein Chapeau an die Frau Ekaterina geben, dass sie das irgendwie gemanagt hat und irgendwie doch auch eine Haltung bewahren hat. Man erkennt auch, dass die ganzen Umgebung und die umstehenden Menschen von Stravinsky und Vera Sudeikina den Ernst der Liebe der beiden wahrnahmen. Denn 1922 verlässt Vera Sudeikina seine offizielle Frau, aber erreicht nie die Scheidung ein. 1935 erhält Stravinsky die französische Staatsbürgerschaft. 1938 verstirbt die Tochter Ludmila von Igor Stravinsky. Diese Reihe von den Jahren soll eines der härtesten Zeitpunkte von Igor Stravinsky sein. Denn 1939 verstirbt auch seine Mutter und seine Frau Katerina an Tuberkulose. Igor selber erkrankt an der Krankheit auch, überlebt sie aber schwerwiegend. Diese Zeit prägte Igor sehr stark. Nachdem seine älteste Tochter, Frau und Mutter verstorben sind, wandert Stravinsky 1940 in die USA. 1941 folgt Vera Sudeikina ihm und sie heiraten zusammen in den USA. In den USA war das Leben ein bisschen anders zu den Zeitpunkten und die beiden konnten auch nicht ohne verheiratet zu sein in einem gemeinsamen Hotelzimmer hausen, weil die Norm und die Regeln in den USA ein bisschen strenger waren als in dem damaligen Frankreich, Paris,
wie Stravinsky und Vera Sudeikin es damals gewohnt waren. Es war verpönt, zusammen in einem Zimmer oder zusammen zu leben, eine Frau und Mann, die nicht verheiratet waren. Die Jahre in den USA verbrachten Stravinsky und seine Frau Vera Sudeikin in New York und später auch in Los Angeles. Und Stravinskys Musik verändert sich auch mit dieser Zeit. Vera begann auch zum späteren Zeitpunkt selber zu malen und wurde auch sehr erfolgreich dazu. 1971 verstirbt Stravinsky in New York. Vera Stravinsky entscheidet, dass Stravinsky in Venedig und San Michel neben Diaghilev begraben wird, wo heute auch sehr viele Fans und Verehrer von Stravinsky und klassischer Musik ihm die letzte Ehre erweisen. Das war meine Geschichte über das Leben und das Liebesleben von Stravinsky, denn uns interessiert auch das Leben von unseren Musikerschaffern, von Menschen, die wir verehren und eine Wertschätzung ansprechen. Es ist immer wieder ein Interesse da, wie das Leben dieser Menschen gewesen ist. Wie man daraus schließen kann, hatte Stravinsky ein sehr turbulentes Leben und war auch zum Zeitpunkt wahrscheinlich auch ehrlich zu sich selber. Und das sieht man auch an seiner Musik mit, was sein Liebesleben auch einen Anschein gibt. Danke, dass du bis zum Schluss angeschaut hast. Hinterlasse mir doch einen Kommentar, welche Komponisten auch dich interessieren würden und welche Punkte du oder Werke von Stravinskys Leben sehr spannend fandst. Hinterlasse mir auch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Deine Alexa. Kultur ist Kult, Oper ist geil. In dem Sinne, hab einen schönen Tag.